Pflegebedürftigkeit kann auch rechtliche Besonderheiten mit sich bringen. Was Sie wissen müssen, erfahren Sie hier. Die Anordnung der Betreuung, Aufgabenkreise und Person des Betreuers wird durch Beschluss von einem Richter entschieden. Durch die Aushändigung einer Urkunde, Betreuerausweis, wird der Betreuer vom Gericht bestellt. Grundsätzlich ist zu sagen, dass der Betreuende den Wünschen des Betreuten nachkommen muss. Das bezieht sich auf alle Lebensbereiche wie Wohnsitz, Freizeit, Urlaub, Auswahl des Pflegeheims, Vermögensverwaltung etc. Die Wünsche dürfen jedoch nicht erfüllt werden, wenn sie dem Wohl der zu pflegenden Person zuwiderlaufen. Der Betreuer hat die Pflicht, alle wichtigen Angelegenheiten mit der pflegebedürftigen Person zu besprechen. Der Betreute wird von seinem Betreuer gesetzlich vertreten. Allerdings ist dabei der Wunsch des Betreuten zu beachten, solange dieser geschäftsfähig ist. Wie in der Kategorie finanzielle Hilfe. Wie bereits erwähnt, gibt es ein Recht auf finanzielle Hilfe und Sachleistungen. Es gibt ein Recht auf Freistellung und Reduzierung der Arbeitszeit, Pflegezeit und Familienpflegezeit. Ein Recht auf Beratung haben Sie bei den Pfleger- und Krankenkassen. Als pflegende Angehörige haben Sie auch ein Recht auf Erholung in Form von 28 Erholungstagen. In dieser Zeit übernimmt eine hauptberufliche Pflegekraft die Pflege, Verhinderungspflege. Weiterhin gibt es das Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz, welches bei den rechtlichen Angelegenheiten der Unterbringung der pflegebedürftigen Personen helfen soll. Außerdem gibt es die Pflegecharta, die dabei helfen soll, die Rechte von Pflegebedürftigen zu stärken.